Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Christoph und das heutige Thema ist, wie synchronisiere ich Bilder und Videos von einem Android-Gerät automatisch in eine Nextcloud? Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch bitte meinen Channel und liked eventuell auch noch das Video. Für dieses Video habe ich Folgendes vorbereitet. Einmal natürlich eine Nextcloud mit einer Anmeldung für mich. Und als zweites ein Android, das habe ich hier in einer virtuellen Maschine installiert. Und auf diesem Android habe ich bereits die Nextcloud App installiert und natürlich eine Foto- und eine Galerie-App. Die Nextcloud App, die kann man natürlich im Google Play Store bekommen. Das heißt, wenn man hier nach Nextcloud sucht, sollte es gleich als erstes kommen, sollte dieses Symbol haben. Und falls man das Android-Gerät nicht mit Google gekoppelt hat, dann kann man das auch im F-Droid Store bekommen. Wenn man hier nach der Nextcloud sucht, sollte man hier ein bisschen genau hinschauen. Das hier ist eine Entwicklerversion. Im Prinzip ist das diese App ohne das Nextcloud-Logo. Nun ist die Frage, wozu braucht man das? Natürlich, um automatisch Bilder und Videos zu sichern. Da kommt natürlich das Argument, warum man nicht Google Drive und Google Fotos verwendet. Da gibt es zwei Gründe. Punkt 1, es gibt seit Ende 2020 keine vernünftige Methode, wie man Google, also Fotos, die in Google Fotos hochgeladen werden vom Android-Gerät, automatisch auf dem Rechner synchronisieren kann. Und das zweite sind natürlich datenschutztechnische Bedenken. Als erstes verbinden wir nun die Nextcloud-App auf unserem Android-Gerät mit unserer Nextcloud. Dazu starten wir hier die App. Dann Anmeldung. Ein wenig langsam, ich habe jetzt keine Performance-Optimierung bei mir gemacht. So, Verbindung ist hergestellt. Wir gehen jetzt den normalen Weg mal. Das heißt, wir öffnen mal die Foto-App. Und machen mal ein Foto. So, haben wir jetzt fotografiert. Und dieses Foto, das haben wir jetzt im Prinzip in unserer Galerie. Da. Und haben nun natürlich das Problem, dass es hier nicht hochgeladen wurde. So, der klassische Weg, wie vielleicht viele schon kennen, ist ja, dass man das jetzt teilen kann. Das heißt, ihr könnt jetzt hier gehen und sagen Nextcloud. Und ihr könnt jetzt den Ordner aussehen, wo es hinkommt. Und ich lade das jetzt mal hoch. So, Frage ist, ob er es automatisch findet oder nicht. So, da ist jetzt das Foto, was wir eben gerade hochgeladen haben. So, das ist aber natürlich nicht der Weg, den wir gehen wollen. Das heißt, das wäre ja viel zu viel Arbeit, wenn man jetzt jedes Foto, jedes Video manuell hochladen müsste. So, das, was wir wollen, ist ja, dass es automatisch geschieht. Und zwar, wir beenden mal unsere Galerie-App und gehen mal in die Nextcloud. Dort gehen wir hier auf das Menü, auf Einstellungen. Und dann gibt es hier diesen Punkt automatisches Hochladen. Da können wir jetzt hier reingehen und dann sehen wir schon, das ist jetzt das, die App, die ich benutzt habe, also oben Kamera bei mir, das wird bei jedem ein bisschen anders sein. Und man kann hier einfach sagen, okay,
auf das Wölkchen und dann wird das automatisch hochgeladen. So, dazu muss ich ja sagen, wenn man jetzt zum Beispiel WhatsApp, Telegram, Signal und andere Apps hat, die auch Quellen als Bilderquelle dienen können, dann werden die hier so separat aufgeführt und da gibt es überall die Möglichkeit, einzeln dieses Wölkchen da anzuklicken. Das heißt, nicht nur von der Kamera, sondern auch von allen anderen Applikationen, die irgendwie Fotos und Videos ablegen, kann man das auswählen, dass die hochgeladen werden. So, ich habe das jetzt hier ausgewählt. Jetzt aktualisiere ich mal hier die Nextcloud. Und da sehen wir, da ist hier ein Ordner dazugekommen, der heißt Sofort Upload. Und in dem Ordner wird für jede App, die wir hier jetzt sozusagen, wo ein Wölkchen ist, ausgewählt haben, wird ein extra Ordner erstellt. Und diese Fotos werden hier dann automatisch hochgeladen. Das heißt, ich mache jetzt noch mal ein zweites Foto. So, dazu öffnen wir unsere Foto-App nochmal. Damit es anders aussieht, nehme ich hier mal mein Motorrad weg und nehme halt hier das Bild auf. Kann ja nochmal zwei machen. Okay. So, das heißt, wenn ich das jetzt hier aktualisiere, dauert ein bisschen. Oh, jetzt ist das zweite Bild drauf und es müsste jetzt auch noch das dritte Bild. Genau. Sozusagen sind jetzt alle drei Bilder gespeichert. Mit Videos funktioniert das natürlich gleichermaßen, beziehungsweise auch in den anderen Apps, wenn ihr die in der Einstellung dort ausgewählt hattet. Ansonsten war es das erst einmal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert auch bitte meinen Channel, liked das Video und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann nutzt das Glöckchen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Rest Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, euer Christoph.